Es ist geschafft. Die Bayern stehen im Champions-League-Finale. Am Münchner Flughafen wurden die Real Madrid-Bezwinger mit Riesen-FC Bayern-Banner direkt am Rollfeld ehrenvoll empfangen. Hinter den Bayern liegt ein langer Fußballabend in der Hölle Bernabeu. Ich glaube, jetzt, was wir jetzt geleistet haben, die letzten zwei Spiele gegen Madrid, ja, das war natürlich super. Ja. Vor zwei Jahren fehlte Franck Ribéry rot gesperrt im Finale. Jetzt freut sich der Franzose auf sein erstes Champions-League-Endspiel und das findet ausgerechnet in der heimischen Arena statt. Jetzt bin ich im Finale, auch in München zu Hause. Das ist super. In der Bundesliga stehen noch zwei bedeutungslose Spiele gegen Stuttgart und Köln an. Ab dem 12. Mai setzt der Rekordmeister dann zum Endspurt an. Zunächst das DFB-Pokalfinale gegen Meister Borussia Dortmund und dann am 19. Mai trifft der FC Bayern im Champions-League-Finale in der Allianz Arena auf den FC Chelsea. Ein langer Fußballabend mit anschließender Siegesfeier ist auch an diesem Tag nicht ausgeschlossen.